Für die Leute aus der zweiten Klasse, die die Welt anders sehen, ohne Ehre, ohne Platte, die auf der Straße rumhängen, ohne Geld, ohne nichts, in der Hoffnung, dass jemand mal die Sonne bringt. Aber keiner, der was ändern will, jeder geht sein Weg. Übel von Frauen ist das, was der Menschheit will. Wieso sterben Kinder, wieso leiden Mütter, wieso hassen sich die Menschen, wieso lieber Herr? Wieso frage ich diese Fragen, wieso bleiben diese Narren, wieso kann ich das nicht einschlafen? Wieso schlagen wir uns, wieso machen wir das? Wieso sehe ich nur Kanaks und dem Arbeitsamt? Wieso können wir uns nicht einfach die Hände reichen? Wieso müssen Kinder aus dem Gaza so leiden? Wieso gottverdammt bekriegen sich die Länder? Wieso gottverdammt sitzen meine Amis hinter Gitter? Frag ich mich jeden Tag, ich fühle mit den Menschen aus dem Iran, Irak. Wieso fangen Schüsse auf die kleinen Kinder? Wieso denkt jemand an die harmlosen Mütter? Weißt du, was der Papa denkt, wenn er sein Kind zum Grab trägt? Weißt du, was die Mama fühlt, wenn sie sich zum Schlaf legt? Weißt du, wie der Opa handelt, wenn er einen Soldaten sieht? Weißt du, was der Opa sagt, wenn er eine Knarre sieht? Du hast keine Ahnung, du lebst in deiner Welt. Hörst weg, wenn dir jemand von dir will, er setzt den Hauptsache Leid. Keine Spielsachen, nur leere Patronen. Keine Schuhe, zerrissene Hose. Doch was soll's, einer mehr oder weniger? Hör hin, was ich sage, Obama. Jedes Wort, was ich sage, stimmt. Du hast verkackt, verkackt, Obama, stimmt. Die Welt geht unter, doch jeder schaut weg. Ich bete zu Gott und sage, helfe dieser Welt. Ah. Ich habe auch gelernt durch diese Gangster-Rap und hier und da Frauen und hier und da Geld. Nützt mir nichts und ich habe mir gedacht, entweder reißt du was mit Vernünftiges. Ich weiß nicht so, durch diese Probleme halt bin ich bei den Älteren auch zum großen Teil bekannt geworden, weil ganz ehrlich, das ist bei Papier hier. Da war was ich geschrieben habe. Jedes einzelne Wort stimmt. Irgendeiner kann kommen und sagen, das stimmt nicht. Natürlich, Geld macht nicht glücklich, aber ohne Geld geht nichts und ich hoffe, ihr seht das alle ein. Gandhi war ein ganz großer, hat das auch zu Frau Schachin gesagt, er hat die wunderschönsten Zitate überhaupt. Ganz ehrlich, nachts lebe ich nie, weil ich, keine Ahnung, nenn mir einfach. Das ist auch nicht. Hier, das sind meine Zitate und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Leuten, natürlich bei meinem Kunden, was ist schief gelaufen, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt auch arbeiten gehen, ich wünsche euch noch viel Spaß. Und,